Willst du meinen Vlog anfangen? Ach, hast du neu gemacht? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Laura und Fabio. Herzlich willkommen. Wir sind heute hier in Italien, in meiner bescheidenen Heimat hier. Hier bin ich nicht groß geworden, sondern in Köln. Okay. Aber hier ist meine Mutter groß geworden und wir gehen jetzt zur typischen Bar, wo ich seit Kind auf hingehe. Und zwar jeden Morgen bin ich hier hingegangen. Meine Oma hat mich Zigaretten holen geschickt und jetzt schickt mich meine Tante. So endet mein Kreis, so endet Kreislauf. Wir sind jetzt hier in der Bar, wo Fabio jedes Mal hingeht, wie er gerade klettert. Und er holt sich immer eine Pizzette. Pizza Rosso. Rosso. Rosa? Rosse. Rosse, achso, weil es mehrere sind. Ist nicht so meins, um ehrlich zu sein. Also nicht zum Frühstück. Deswegen hole ich mir hier nie was. Sorry Leute, mein Akku ist gerade eben leer gegangen, bei der Bar waren. Sorry, wir sind gerade zum Strand gefahren. Ich habe gerade den Akku gewechselt. Gewechselt. Und dadurch, dass heute Montag ist, sind kein Menschen Seele. Ich hab Tinnitus. Auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, der Parkplatz ist unnormal leer. Ich habe noch nie gesehen, dass der so leer ist. Alter, Mann, du nervst. Jetzt gehen wir zum Strand. Wir waren ja gestern schon hier. Bello. Da haben wir einfach mal die Kamera weggelassen. Aber heute nehme ich euch noch mal ein bisschen mit und zeige euch das hier. Oh mein Gott, ich dachte gerade, unser Piadina-Laden wird zu. Ich habe gerade schon eine Krise bekommen. Bist du auch noch eine Piadina? Ja. Bist so dick, ne? Er hat gerade schon diese Pizzette gegessen und jetzt auch noch Medina. Ja, aber nur der Kleine. Wir gehen dann mal hier zu dem. Der ist richtig lecker und da hinten ist so der Strand. Und ich habe gestern Diavolina genommen. Das war sehr lecker. Ich glaube, heute nehme ich mal was anderes. So sieht unsere Diener aus. Ich habe heute mal eine andere genommen als gestern. Mit Rumschen und sieht sehr geil aus. Und das Nachtisch haben wir noch mit Nutella, aber die kommt erst gleich. So ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir waren noch bis fast 19 Uhr am Strand, haben dann schnell geduscht und ja, jetzt fahren wir gerade wieder zum Strand, weil wir wollten heute in ein Restaurant gehen. Das ist auch das Restaurant, wo wir immer so Kaffee morgens trinken, wenn wir zum Strand gehen und so. Aber wir haben da noch nie abends gegessen und es sieht eigentlich mal voll schön da aus mit den ganzen Lichtern. Und ich hatte Fabi schon länger gesagt, lass mal dahin, aber irgendwie haben wir es nie gemacht. Und heute ist der Tag der Tage, wo wir da mal hingehen und ja, ich hoffe natürlich, dass das Essen sehr schmeckt. Und vor allem sind wir auch zu einem ganz guten Zeitpunkt da, weil die Sonne geht jetzt gleich unter. Und da ist es immer perfekt, also man sieht genau den Sonnenuntergang. Deswegen ja, ich freue mich voll. Jetzt muss nur noch das Essen schmecken, dann ist alles perfekt. So, wir sitzen jetzt hier im Strand. Leider sehen wir den Sonnenuntergang nicht so gut, weil die Wolken da sind. Aber wir fangen jetzt mit unserer Vorspeise an. Eine Katze. Ist ein bisschen teurer hier im Strand als bei den anderen Restaurants. Und hier gibt es auch noch voll die kleine Auswahl an Essen. Aber mal schauen, wie es wird. Beides, können wir uns das teilen? Ja, okay. Wir haben jetzt eine Fischplatte genommen und Frito Misto, ne? Boah, Leute, das ist so lecker. Aber die sind hier so groß. Aber guck mal, da ist eine Soße dabei, ein Dip. Weißt du, wie man Fisch filetiert? Ne. Hm. Würdest du. Das ist das leckere Eis, von dem wir die ganze Zeit schwärmen. Ich wünschte, ihr könntet das schmecken. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen da drinnen, wie der das Eis gemacht hat. Der ist aber auch Fabio, der Mann. Ich wünschte, ihr könntet euch das schicken. Ich habe jetzt Pistazie genommen, Cheesecake irgendwas und Crema della Mamma. Das ist so eine Creme hier in Italien, die oft dann so Gebäck ist. Ja, aber sonst nehme ich immer Pistazie, Amarena und Joghurt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Aber du weißt nicht. Ey, ich weiß wirklich nicht, mit wem ich hier zusammen bin, jetzt mal ehrlich. Nein. Ich muss, also wirklich. Die sagt hier, wir gehen hier. Ihr seht, also wirklich, das da, ne? Die sagt so, das ist diese haarige Raupe. Haarige Raupe, nein. Ich hab's gesehen. Und dann sage ich so, zu der, was für haarige Raupe, das ist ein Stück Kacke, Mann. Von der haarigen Raupe. Weißt du, die hat so gemacht. Und dann hat sie so einen Kackwurst daraus gemacht. Wo wir gesagt haben, boah, so groß können Raupen sein. Ja, aber das war ein Stück Kacke. Ja, wo soll ich das wissen? Ich hatte ja keinen Blitz. Ich kann nicht mehr. Sag Entschuldigung. Wofür? Ich habe gar nichts gemacht. Ihr Lieben, es ist schon. Ne.
Es ist schon der nächste Tag. Heute ist nicht so viel passiert. Wir waren Fabis Großtante besuchen und ein bisschen shoppen. Wir haben ein paar Sachen bei Terranova geholt. Das ist so ein Laden, den gibt es nicht in Deutschland. Und ja, war auch ganz erfolgreich. Aber mir geht es heute ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe unnormal die Schmerzen. Ich habe leider meine Spritze vergessen. Und jetzt zweimal hintereinander keine Medikamente genommen. Und das Bett ist leider halt auch gar nicht für mich gut ausgerichtet, weil das ist ultra weich und wie so ein Trampolin. Und das ist halt gar nicht gut. Deswegen habe ich leider sehr dolle Schmerzen. Ich war heute auch dementsprechend nicht so gut gelaunt. Wir sind jetzt aber hier in so einen Ort gefahren, der mega schön ist. Also, hier jetzt gerade nicht so, aber da gehen wir jetzt hin. Katholika heißt der. Und da gehen wir, da ist mal so ein kleiner Markt mit so süßen Ständen, wo es so Schmuck gibt und so. Und halt, da gehen wir essen. Ja, das Wetter ist zum Glück schöner geworden, weil eben hat es noch geregnet. Aber jetzt ist der Himmel blue. Wir sind jetzt in unserem Museum, wo wir immer hingehen. Und ich habe mir Strozza Petti Pasticciati genommen. Das ist eigentlich immer in unserem Restaurant Pesaro. Und daher hat schon Pizza bestellt, die ist noch nicht da. Mmh. Aber die Pommes sind keine so lecker. So, wir haben zu Ende gegessen. Aber mein Haar klebt fest. Und hier ist eine Straße, wo wir immer so ein bisschen bummeln. Weil wir gerade Rückenschmerzen. Wir sind einfach alt. Deswegen gehen wir jetzt nicht so viel. Wir wollen unbedingt noch ein Eis essen. Und das hat nur bis 23 Uhr auf. Auf jeden Fall sind wir hier, wo wir damals... Also wer mir schon lange folgt und die Italien-Vlogs gesehen hat, weiß, dass wir in diesem Automaten ein legendäres Reh gefangen haben. Das heißt Lia, so haben wir es getauft. Jetzt versuchen wir unser Glück nochmal. Weil eigentlich ist es unmöglich, dachten wir, aber wir haben es hinbekommen. Willst du Stitch mir holen? Lulu und Stitch. Das schaffst du eh nicht. Niemals schaffe ich das auch. Hä, wie denn auch? Also wie soll man den denn kriegen? Du musst das festhalten. Ja. Und dann bewegt sich das selten. Und du musst genau... Dazwischen musst du den bekommen. Hä? Okay, man denkt eigentlich, dass man das schafft, ne? Nee, ich hoffe noch nicht. Ich stell mir vor, wir gewinnen den. Wir können den eh nicht mitnehmen. Nimm was anderes, Junge. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Weiß ich doch nicht. Ach so. Was musst du machen? Ach, ich Idiot. Es ist schon richtig, aber... Da ist so ein Ding, so ein Cuttermesser. Tja, dein Ego dachte, das schafft's, ne? Wir sind jetzt auf dem Weg in die Altstadt von Pesaro. Das ist so richtig schön hier. Und letztes Mal, als wir mit Leon und Jude da waren, hat Leon ein Restaurant entdeckt, wo es auch Piadina gibt. Und es war richtig lecker. Und da wollten wir jetzt nochmal hinfahren. Und die nochmal essen, weil wir essen ja meistens immer am Strand. Und ja, aber diesmal gehen wir dahin. Vielleicht gehen wir ja später noch zum Strand, weil es ist eigentlich ultra warm, es sind halt Wolken, aber trotzdem kommt die Sonne durch und man kann auf jeden Fall am Strand liegen. Aber gucken, wenn es gleich nicht regnet, dann gehen wir zum Strand. So, wir sind jetzt hier bei Piedificio. Richtig? Ich habe eben Piedificio gesagt. Das ist der Laden, in den Leon uns gebracht hat. Sehr, sehr cute. Und wir haben uns schon Piedina bestellt. Wir haben beide genommen, die wir schon kennen, ne? Du hast deine Karte auch schon mal gegessen. Freue mich. Ich freue mich. Schauen wir mal, was wird. Achso. So, Piadina ist da. Wir haben schon probiert für Fabius Video. Es ist so geil. Ich zeig's euch mal. Da ist Mortadella drauf und da hinten, aber das sieht man gerade nicht so krass hier. Hä? Da ist so eine Pistazien-Pesto-Creme. Und so Burrata und so ist einfach nur krass. Mhm. Fabio hat so eine italienische Bratwurst, die nennt man Salsiccia. Mit Kartoffeln und Ketchup und das ist auch eine wilde Kombi. Also eigentlich stehe ich gar nicht so auf Kartoffeln, aber das schmeckt wirklich sehr. Schmeckt geisteskrank. Wir laufen jetzt hier ein bisschen durch die Altstadt. Hier ist es richtig, richtig schön. Hier sind noch so schöne Gemäuer und echt coole, schöne Türen. Ich sage die ganze Zeit zu Fabio, guck mal, das ist wirklich eine Tür. Ach, guck mal, wie schön. Sieht voll schön da drin aus. Jetzt mal reingucken, gehen. Ja, aber wir haben doch schon gegessen. Wow, so ein versteckter Spot. Ich habe gerade diese süße Tasche hier gespottet. Die ist so schön. Aber 30 Euro, ich weiß nicht, bei H&M. Boah, es ist gerade richtig schwer, weil das ist eine Ästhetik. Das ist aber keine Strandtasche, dafür ist sie zu klein. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen soll. So in etwa würde dann mein Outfit aussehen. So, wir sind jetzt auf dem Weg was essen. Wir sind eigentlich irgendwie voll müde. Aber... Wir sind da noch jung und deswegen zwingen wir uns jetzt ein bisschen rauszugehen. Wir gehen jetzt in ein Restaurant, da waren wir auch schon mal. Es hat leider geregnet, deswegen sind wir nicht mehr zum Strand. Wir hatten einfach Bock auf Piatto di Pasta, also einfach essen, ein bisschen Pasta essen. Und ja,
Also es ist jetzt hier auch in der Stadt, wo wir heute schon waren. Pesaro Altstadt. Und ja, irgendwie haben wir damals ganz viele neue Sachen entdeckt, wo wir mit Leon und Judith hier waren. Jetzt hatten wir auch mit denen das erste Mal entdeckt. Oh mein Gott. Styler. Styler, meine. Wie hängt das? Ja, nicht, das sieht total komisch aus. Sieht total falsch aus. Hey, wieso hast du denn so umgeklappt nochmal? Schon alleine nicht. Nee, der darf nicht umgeklappt sein. Das kannst du nur mit so Hemden machen, weil die Ärmel sind so hoch. Übrigens, ich bin voll in love mit so Bandeau-Tops. Ich hatte mir bei Naked mal ein Bandeau-Top geholt, ein weißes. Und als wir gestern mit Terranova waren, gab's... Ciao, pass auf. Wie kacki. Hat einfach einen Hund Menschen gehabt. Gab's so Bandeau-Tops ein Angebot, 2 für 10 Euro. Und dann habe ich mir diese schwarze hier geholt. Finde ich cute, mag ich gerne, weil ich mag das, wenn das dann so oben so frei ist. Dann kann man auch schöne Ketten und so anziehen. Ja, aber heute auf entspannt. Leute, heute ist unser letzter Tag. Warum ist es so dunkel? Hallo? Sorry, ich hatte irgendwie eine falsche Einstellung. Heute ist unser letzter Tag. Und wir waren ein bisschen traurig, weil eigentlich war für heute Sonne angesagt. Und wir dachten, geil, letzter Tag, wir genießen immer richtig schöne Wetter, gehen an den Strand. Und was war's? Es hat den ganzen Tag geregnet, obwohl in der Wetter-App die ganze Sonne stand. Das war ganz komisch. Und ja, irgendwie war ich heute nicht so gut drauf und habe viel im Bett gechillt und Fabi hat noch ein paar Besorgungen gemacht. Und jetzt haben wir eben gekocht zu Hause. Oh mein Gott, der fährt fast in das Auto rein. Und jetzt gehen wir unser letztes Eis holen. Und das Ding ist, es gibt von diesen Bechern, also man sagt nicht sozusagen Bällchen, sondern die Größe vom Becher. Und es gibt halt 4 Größen und sonst nehme ich immer den zweit- oder drittgrößten. Also Piccolo ist irgendwie nur ein, es sind 2 Geschmäcker, dann gibt es 3 Geschmäcker und dann gibt es auch nochmal 3 Geschmäcker, aber ein bisschen mehr davon. Und heute nehme ich den allergrößten mit 4 Geschmäckern, das ist ein riesiger Becher. Und uns ist das ein bisschen peinlich mit dabei, weil wir halt jeden Tag dahin gehen und die uns halt auch schon so anlachen und so nach Motto, ah, ihr schon wieder. Es ist wirklich peinlich. Wir haben jetzt diese Woche 70 Euro so für das Eis hier ausgegeben, das ist so krank. Ja, und vorgestern war Fabio alleine drin, gestern war ich allein drin und heute muss Fabio wieder alleine gehen, mir ist das echt peinlich. Und da kommt Fabio, dem Gelato. Oh Gott, das war ihm peinlich. Hat dir irgendwas gesagt? Oh, geil. Wie schwer der ist. Hat die irgendwas gesagt? Das ist so viel Eis, und ihr wisst gar nicht, das sieht irgendwie gar nicht so krass aus in der Kamera. Das ist ultra viel. Hat die dich ausgelacht? Hat die ich was will gesagt? Nicht mehr darüber reden. Bitte sag es. Kannst du mir den Schlüssel geben? Ich muss hier wegfahren. Ah, ich hab den. Sag bitte schnell, was sie gesagt hat. Ich meinte, du bist einfach nur fett, Junge. Hat nur gesagt, hey, du bist schon wieder hier. Hat die gesagt? Ja. Yeah. Und was hast du dann gesagt? Ja, heute aber zum letzten Mal. Wenn ich anfange zu reden, denke ich erstmal jetzt auf Italienisch nach einer Woche. So, weil ich denke, ich muss jetzt Italienisch reden. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir jetzt auf dem Weg zum Flughafen sind. Um 7 Uhr. Immer wenn ich so früh aufstehe, also erstmal ist das ganz schlimm, aber dann denke ich mir so, wow, es ist so schön früh aufzustehen. Ja. Das denke ich mir, wenn ich schlafe und aufstehen muss, leider nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch hier zu so einem... Was ist das, eine Bäckerei? Nee, ja, ne? Kann man so sagen. Und da gibt es immer ab 3, 4 Uhr nachts immer so ganz frische Sachen. Willst du auch was mitnehmen? Ja, was holst du dir? Pizzetta. Ja, hol mir auch eine. Rossa, Bianca. Ja, Rossa. Und da kann man ab 3, 4 Uhr nachts schon, weil die backen ja voll früh, also Essen holen. Und das machen wir jetzt für den Flug. Wir fliegen um 11 Uhr, glaube ich. Um 10:45. Und ja, es geht voll schnell. Wir fliegen nur 1:10 Stunden. Also wir sind... So um 12:30 wieder zu Hause. Ja, ja, war ganz entspannt hier, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal hier sind, wir sind einen Monat wieder hier, Ende Juni, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen aktiver, weil meine Eltern kommen ja auch und meine Geschwister auch und dann wollen wir natürlich mehr unternehmen und so. Und dann wird das Wetter halt auch besser sein, weil wir hatten jetzt teilweise ein bisschen Pech. Und dann machen wir auch mehr, aber jetzt war ein bisschen entspannter. Ja, ich melde mich dann, denke ich mal, später nochmal, oder wenn wir zu Hause sind. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder zurück zu Hause, schon seit gestern. Es ist jetzt schon Sonntag mittlerweile. Und gestern war ich einfach nur komplett fertig. Ich habe noch gesagt, es ist immer so schön, früh aufzustehen. Ist es auch in dem Moment, aber ich bin dann am Rest des Tages platt, muss am Mittagsschlaf machen und bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Deswegen, ja, schon seine Gründe, warum ich meinen Schlaf brauche. Ja, deswegen habe ich auf jeden Fall gestern noch Mittagsschlaf gemacht. Ich habe noch ein paar Sachen eingekauft und dann haben wir uns einfach nur noch einen Döner geholt und gestern das Fußballspiel geguckt, gestern war irgendein Finale. Ja.
das war es eigentlich auch schon. Nichts mehr viel passiert. Und heute ist auch noch entspannt. Mein Onkel hat heute Geburtstag und deswegen sind wir da heute eingeladen. Dann ab morgen geht es wieder back to the routine. Morgen will ich auch wieder auf die Ernährung achten und zum Sport gehen und so. Weil jetzt die Woche habe ich natürlich das Ganze ein bisschen unbeachtet gelassen. Aber ich habe wieder Bock, ab morgen durchzuziehen. Wir sind Ende des Monats wieder in Italien und würde mich freuen, wenn ich bis dahin noch ein bisschen abgenommen habe oder ein bisschen fitter bin. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Vlog euch gefallen hat. Er bestand gefühlt nur aus Essen, aber muss auch mal sein. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich habe euch ganz sehr lieb und bis bald. Ciao.